Moin, ihr Bastelwütigen! Ich habe euch heute nochmal ein Action-Haul mitgebracht. Ja, ich habe es ja letztes Mal schon angekündigt, es war doch nicht das letzte Mal, dass ich fahren konnte. Wir befanden uns in der Abbauphase des Campingplatzes, also ist alles winterfest zu machen. Ja, und dann kam uns leider der Regen dazwischen und mein Vater hatte mir versprochen, ja, wenn es einen Wochenende noch mal regnet und wir nicht weiterkommen und genug Zeit ist, dann fahren wir noch mal zum Action. Ja, der Fall war für mich glücklicherweise eingetreten, denn so konnte ich noch mal ein bisschen shoppen. Und ich hatte auch Glück, dass einiges, was ich haben wollte, auch im Angebot war. Ja, und ich habe auch wieder ein bisschen nicht bastelrelevanten Kram mitgenommen. Das erste, was ich mir mitgenommen habe, waren diese Teelichter. Die waren im Angebot, ich glaube für unter einen Euro, sind 24 Stück drin. Die brennen so um die 4 Stunden, habe ich auch schon ausprobiert. Ja, die riechen wirklich sehr lecker. Ich habe die mal als kleinen Tipp für euch, falls ihr das mögt. Ich habe ein kleines Teelichtglas und habe das mit Kaffeebohnen gefüllt. Und wenn ihr das Teelicht ein bisschen in den Kaffeebohnen versenkt, sag ich mal, ohne dass natürlich die Kaffeebohnen ins Teelicht euch reinfallen, und das dann anmacht, gibt das einen ganz tollen Kaffee-Vanille-Duft. Das riecht super lecker. Also ich mag den Geruch sehr, sehr gerne. Ja, ich hatte da mir 2 Pakete von mitgenommen. Das eine ist, wie gesagt, schon offen. Deswegen habe ich jetzt mal nur das eine symbolischerweise hier mit hergebracht. Und dann, wer in den Facebook-Gruppen mit drin ist, der kennt diesen neuen Trend, sage ich jetzt mal. Ja, und ich wollte ihn auch mal ausprobieren, meine Mama auch. Ja, und zwar geht es um diese Hornhautsocken. Ja, ich weiß, komisches Thema, Hornhaut. Ja, nee, alle finden alle nicht so lecker. Aber das sind irgendwie so Plastiksocken, das sind keine Socken, das sind Plastiktüten, die man sich um die Füße klebt und da ist irgendwie so eine, ja, so eine Masse drin, die die Hornhaut anlösen soll. Nach ein paar Tagen pellen sich dann die Füße. Es hört sich eklig an, aber danach soll man ganz schön weiche Fußis haben. Und das, ja, wer mag keine weichen Füße, ne? Da fällt mir die 2. Packung auch schon runter zu den Füßen. Haha. Ja, das einmal für mich, einmal für meine Mutti. Zum Ausprobieren machen wir jetzt vor unserem Urlaub aber nicht mehr, denn wir haben Gott sei Dank hinten die Verpackung uns angeguckt und da stand irgendwo, man soll damit nicht in die Sonne, wenn möglich. Ich finde es jetzt gerade nicht. Ja, setzen Sie die Füße während des Erneuerungsprozesses nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Ja, in Spanien im Urlaub, glaube ich, etwas schwer. Von daher werden die erst nach dem Urlaub getestet. So, und dann habe ich jetzt aber noch nur noch Bastelsachen im Gepäck. Zum einen habe ich mir noch mal so ein Spitzenbordüre geholt. Das ist jetzt einmal dieses Muster hier. Im letzten Video, ich blende es euch unten oben mal ein, hatte ich mir auch schon welche mitgenommen, aber in einem anderen Muster. Und ich habe mir jetzt auch noch mal einen in so einem Cremeton mitgenommen. Das waren jetzt diesmal die einzigen beiden, die mir gefielen. Es waren auch nicht mehr so viele da. Aber dafür, wir waren auf dem Samstagnachmittag und gegen 16 Uhr waren wir in Action und da muss ich meinen Action-Kappeln jetzt mal loben. Die Regale waren proppevoll. Also wir waren fast die einzigen im Laden. Ich glaube, außer uns waren noch, also weniger als 10 Leute waren wir im Laden. Mein Vater und ich waren zusammen da und ja, irgendwie noch ein ganz paar andere. Ja, und die Regale waren echt proppevoll. Ich konnte, das erste Mal war ich alleine in der Bastelabteilung und konnte wirklich in Ruhe gucken, in Ruhe meine Blöcke raussuchen, die ich haben möchte, und es war echt entspannt. Also der Laden war echt sehr gut sortiert an dem Tag. Und ich hatte Glück, dass im Wochenangebot in der Woche auch Blöcke waren. Und die habe ich mir natürlich, habe ich mir da welche rausgesucht. Zum einen diesen Block hier, die sind auch mit Glitter, das kennt ihr schon aus dem letzten Video, da habe ich ja auch schon Blöcke mit Glitzer gezeigt. Die haben jetzt aber ein anderes Format. Hier steht jetzt leider gar kein Maß drauf, aber das ist auf jeden Fall, in der Breite sind das auf jeden Fall 6 Inch, also 15 cm. Und ja, er ist nicht 6x6, er ist ein bisschen länger, also vielleicht ist er 6x8, 6x7.
kann ich jetzt so nicht groß abschätzen. Der hier ist jetzt so in Mint, Schwarz, Beige gehalten. Oder Taupe ist es vielmehr. Ja. 32 Blatt sind drin, 4x8 Designs. Und ich zeige sie euch einmal schnell. Dreiecke. Diese sind jetzt im Gegensatz zum letzten Block auch alle mit Glitzer und nicht zur Hälfte foliert. Und da sind wirklich viermal die gleichen Blätter drin. Das sind mehr so geometrische Muster. Fand ich aber auch mal ganz schön. Ich mochte diesen Punkteregen. Das fand ich ganz toll, das Muster. Schön streifig. Streifen gehen ja auch immer. Und Pfeile drauf. Federn. Und Herzchen. Ja, und ich weiß gar nicht mehr. Die Preise blende ich euch hier wie immer unten ein. Ich meine, der hat unter 1 Euro gekostet im Angebot. Ich meine, die kam 94 Cent, wenn ich mich nicht irre. Ja, und deswegen. Vierfache Ausführung, ne? Wenn das so Papier so günstig ist und dennoch noch mal günstiger, weil es im Angebot ist, ja, dann wird da nicht zuschnitt, ne? Ja. Selber schuld. Außer natürlich, man hat das Geld gerade nicht locker sitzen, aber ja. Dann habe ich von der Papierlinie, sag ich mal, noch einen weiteren Block mitgenommen. Natürlich auch wieder in Vierfachausführung. Ich hatte das Glück, dass sie, wie gesagt, die Regale waren proppevoll. Es war alles in zigfacher Ausführung da. Ich konnte mich richtig austoben. Und hier ist wieder alles schön blumig. Das ist ja total meins. Schön Pastellfarben. Das Papier mag ich total gerne. Blätter. Finde ich auch sehr schön. Wenn man es von oben so rauf guckt, sieht man gar nicht, dass es glitzert. Dann sieht das mehr aus, als wäre das so Spiegel. Ja, so einfach nur ein Überzug in durchsichtig. Aber wenn man genauer hinguckt und das Papier so ein bisschen dreht, dann glitzert es total schön. Hier ist mal so ganz dezent Glitzer drauf. Das finde ich jetzt ein kleines bisschen wild von den Farben her, aber für ein Cover kann man das gerne nehmen. Wenn ich da denke, ich beziehe da Seiten mit und mache da dann Fotos drauf, dann ist mir das, glaube ich, zu unruhig. Das hier ist auch nochmal sehr schön, auch sehr viel Glitzer drauf auf den Blumen. Und das war dann dieser Block. Ich weiß gar nicht, wie viele andere Blöcke es davon noch gab, also wie viele andere Muster. Weil das waren die einzigen beiden, die mir zugesagt hatten von den Mustern her. Dann habe ich nochmal von den größeren Blöcken, und zwar von diesen hier, von den 30x15 Blöcken, nochmal zwei mitgenommen. Und wer den letzten Haul gesehen hat, der kennt die schon. Wenn nicht, ich habe euch das Video ja vorhin schon eingeblendet. Die habe ich im letzten Haul-Video schon gezeigt und war sehr traurig, dass die nur noch einmal alle da waren. Ja, den anderen Block, den habe ich leider nicht nochmal gekriegt, der war nicht mehr da, aber die beiden Blöcke konnte ich jeweils noch einmal mitnehmen. Ja, da zeige ich euch die Papiere jetzt nicht nochmal im Einzelnen. Wie gesagt, wer sich das angucken möchte, der kann gerne in das vorherige Action-Haul-Video nochmal reingucken. Und jetzt brauche ich hier etwas Platz, denn ich habe 30x30 Blöcke bekommen. Ja, ich kann es selbst kaum glauben, denn das Glück hatte ich vorher, ja, glaube ich, noch gar nicht. Habe ich schon 30x30 Blöcke von Action? Ich weiß es gerade selber gar nicht. Das ist schon, ich habe schon Papierverdrängung. Auf jeden Fall hat mir von den aktuellen 30x30 Blöcken haben mir zwei zugesagt und einen habe ich bekommen. Und zwar den hier, den Country Flowers. Den finde ich so genial. Der ist so schön von den Motiven her. Es ist so schön bunt gemischt. Da kann man richtig schön sommerliche, farbenfrohe Alben mitmachen. Es sind 2x24 Motive, beidseitig bedruckt.
und die Motive, die zeige ich euch jetzt einmal. Ich glaube, ich nehme den am besten so quer, dann ist das ganz gut. Da ist schon Holz. An sich zu wiederholen. Ich finde den Block mega schön. Ich bin mega froh, dass ich ihn bekommen habe, denn auf den war ich ganz scharf. Der erinnert mich so ein bisschen an meine, ja, an meinen Lieblingspapierfabrikanten, an First Edition Paper. Von denen liebe ich die Papiere auch. Das Cover ist so ein bisschen wie die Gestalt. Das erinnert mich auch an einen Paperblock von First Edition. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Botanical Dreams. Ich weiß es gar nicht mehr. Der steht auch schon ewig auf meiner Wunschliste. Und den hat er mich sehr erinnert. Dass ich, oh ja, mitnehmen. Er hat Mami gerufen und ja, ne? Wenn ein Block zu mir Mami ruft, dann kann ich ihn da nicht liegen. Das wäre ja herzlos. Und sein kleiner Bruder wollte ihn auch noch mit. Ich kenne mich ja immer alles. Eine doppelte Ausführung, wenn es geht. Also bei so großen Blöcken, die kann man sich den dann nochmal in 6x6 durchschneiden. 30x30 Alben mache ich eigentlich nicht. Das ist mir zu groß. Aber wenn man sich die nochmal durchschneidet, hat man das Papier ja quasi in vier Stücke geteilt. Und ja, so hat man das denn, wenn man es doppelt hat, 8-mal. Und da die Motive auch doppelt drin sind, wenn man nur die Hälfte der Motive benutzt, hat man es sogar noch öfter. Ja. Und dann hat es mich sehr verwundert, dass mein Action doch so gut ausgerüstet war an dem Tag. Denn ich hatte erst, ich glaube, 1-2 Tage vorher entdeckt, dass es in einer Facebook-Gruppe, dass es schon Weihnachtsblöcke gibt. Und ich dachte eigentlich, ja toll, bis die hier oben ankommen. Das war mit allen anderen Sachen auch so. Die kamen hier relativ spät oder gar nicht. Es gab auch so Stanzschablonen für die Big Shot. Ja, die habe ich in meinem Action nie gesehen. Die waren nie da, wenn ich sie, ja, ich habe sie gesucht, aber ich wollte einige von haben, aber sie waren nicht da. Ja. Und ich habe eigentlich auch gedacht, dass das auch bei den Weihnachtsblöcken so sein wird, aber nein. Die waren tatsächlich schon da und es waren auch gar nicht mehr viele da. Das hat mich echt überrascht. Aber ich war froh, dass es überhaupt noch welche da waren. Mir haben auch nicht alle Motive zugesagt, aber einige schon. Und das, was da war, habe ich noch mitgenommen. Und zwar habe ich einmal diesen Block mitgenommen. Den fand ich sehr schön. Der war aber leider nur noch einmal da und ja. Egal, aber er musste mit. Es sind auch wieder 24 Blatt, aber diesmal auch 24 Motive. Auch relativ dick von 230 Gramm. Ist schon ganz schön schweres Papier. Ich finde den echt toll. Also, jedes Blatt ist nur einmal vorhanden, aber wenn man 6x6 Album macht, ne, dann hat man 4 Blatt sozusagen von einem. Und oh, ist das nicht toll hier? Oh, ich finde das so. Sorry, ich finde das richtig geil. Wenn das so schön, schön foliert. Finde ich richtig toll, den Block. Es ist sehr viel mit Folie. Der hier ist total lustig. Der sollte, glaube ich, ganz in Folie. Aber der ist irgendwie ein bisschen misslungen, glaube ich. Denn hier ist nur so ein kleines Quadrat in Folie. Ich glaube nicht, dass das so gewollt war. Genauso wie hier. Ich weiß nicht, was da schief gelaufen ist oder ob das wirklich so sein soll. Keine Ahnung. Wenn ihr den Block auch habt, zufällig, dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare, ob das bei euren Blöcken auch so ist, dass die beiden da dieses Quadrat haben. Würde mich ja mal interessieren, ob das hier einfach, ob ich eine Fehlproduktion erwischt habe, so ein Montagsprodukt, oder ob das gewollt ist. Hier sind nur einzelne Schneeflocken. Das ist aber, glaube ich, gewollt. Hoffe ich. Nicht, dass ich hier echt komplett den Montagsblock erwischt habe und hier alles schief gelaufen ist. Hier ist jetzt das ganze Blatt mal wieder foliert. Es sind auch mal so schlichte Motive dabei. Finde ich auch ganz toll. So schön als Kontrast. Das hier ist fast komplett in Folie. Da sind wirklich nur diese Tannenbäumchen drauf weiß. Hier ist nochmal so ein schönes Schnörkeliges.
Hier so ein schönes Bouquet. Papier. Bouquet. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr das auf eine Karte kriegt, diese Bouquet-Technik selber machen, dann schaut euch doch mal das Video hier oben an. Da zeige ich euch das, wie ihr das selber machen könnt. Hier ist auch nochmal so ein Bouquet-Papier. Hier sind auch wieder so Schneeflöckchen. Teilfoliert, hoffe ich, dass es so gewollt ist. Nochmal Schneeflocken. Nochmal so schön gemustert. Auch nochmal Bouquet. Das finde ich auch total schön, das Motiv. Das hier finde ich, ja. Naja, so schlimm ist, also wenn man es jetzt als Ganzes sieht, so ein 30x30, finde ich schon sehr heftig. Aber wenn man das aufteilt und da vielleicht nur Akzente mitsetzt, kann das, glaube ich, auch ganz schön aussehen. Und hier sind auch nochmal Schneeflocken. Ja, wie gesagt, der Block war leider nur einmal da. Sonst hätte ich ihn gern auch zweimal mitgenommen. Dafür hatte ich bei dem nächsten Block Glück, der war zweimal da. Und den habe ich dann natürlich auch zweimal mitgenommen. Dann waren, glaube ich, nur noch, ich glaube, der blaue Block, da ist mal noch ein blauer Block, der war noch ganz oft da. Der war wohl nicht sehr beliebt. Und einer mit Goldtönen, glaube ich, den gab es noch. Den fand ich aber nicht so schön. Der hat mir nicht so zugesagt. Aber den hier fand ich noch ganz toll, von diesen, ja, etwas klassischeren Weihnachtsmotiven. Und den zeige ich euch natürlich auch. So ein bisschen Holz. Und das hier ist nicht foliert, wie es jetzt gerade aussieht vielleicht, sondern das ist alles, was hier so Gold erscheint, ist komplett in Glitzer. Finde ich total genial. Sehr schön, hier so ein grüner Strickpulli. Das ist mit diesen Strickmustern, aber das mag ich sehr gerne. Hier ist alles Grünglitzer, Tannenzweige, Mistelzweige, wie das heißt. Oh, wie heißt denn das noch? Weiß ich jetzt gar nicht. Ist das Eibe? Keine Ahnung. Ich bin so der Botaniker und weiß die Bezeichnung genau. Hier auch noch ein Strickpulli mit ein bisschen Glitzer drin. Hier ist auch wieder so ein Teil nur. Vielleicht ist das wirklich gewollt. Wie gesagt, wenn ihr die Blöcke auch habt, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist. Das würde mich echt mal interessieren. Hier ist auch wieder ein Teil. Finde ich ja irgendwie merkwürdig. Hier ist auch mal ganz interessantes Holz mit Glitzer. Finde ich auch mal eine coole Idee. Hier ist einer mit Merry Christmas in zig verschiedenen Schriftarten drauf. Ist auch ganz hübsch. Und hier ist auch wieder so ein... Also ja, ihr seht, so genau gucke ich mir die Blöcke auch nicht an im Laden. Ich blätter halt einmal schnell durch, ob mir die Motive zusagen. Und wenn ja, packe ich ihn ein und wenn nicht, packe ich ihn weg. Da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Oder ich habe es nicht gesehen, dass da so Teilsachen nur drin sind. Naja, gut, ist jetzt nicht schlimm. Aber mich würde das echt mal interessieren, ob ich da so irgendwie eine blöde Produktreihe erwischt habe oder ob das wirklich bei allen Blöcken so ist. Ja, und den Block habe ich, wie gesagt, zweimal ergattern können. Ja, das war's für dieses Mal. Ich darf schon mal verraten, einen habe ich noch. Einen Action Hall habe ich noch. Wen soll ich in Frankreich hier, wo wir das Haar nicht mitsprechen. Einen habe ich noch im Petto für euch. Aber das ist dann erstmal der letzte. Vorerst. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal zum Action komme dann. Mal schauen. Aber es, ja, erstmal habe ich noch einen für euch. Und den gibt es dann beim nächsten Haul. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.